Congratulations for your comeback. Herzlichen Glückwunsch, Matja, zu deinem Comeback. Und es war ein Comeback in einem unglaublichen Spiel, oder? Ja, vielen Dank für deine Glückwünsche. Es war wirklich ein verrücktes Spiel. Ich habe die zweite Hälfte gespielt, in der wir 4 Tore erzielt haben. Für mich war es sehr, sehr wichtig, zurück im Team zu sein. Aber speziell hier im Derby aufzulaufen und dann noch so ein Spiel, in dem wir 0-4 zurückgelegen haben und wir dann noch zurückkamen und den Ausgleich erzielten, das war wirklich aufregend. Ein großer Moment für uns alle. Vielleicht ist Angst das falsche Wort, aber was hast du eigentlich gedacht, als der Coach zu dir kam und gesagt hat, dass du die letzten 45 Minuten spielen musst? Angst hatte ich natürlich nicht wirklich. Ich war bereit. Jeder Spieler auf der Bank ist genauso konzentriert, als wenn er von Beginn an ran darf. Das muss einfach so sein. Schließlich weißt du ja nie, wann du reinkommst, um deiner Mannschaft zu helfen. Es kann beim 0-0, beim 3-0 für uns oder aber wie beim 0-4 gegen Dortmund sein. Jeder muss bereit sein. Ich wollte einfach nur in der zweiten Hälfte alles geben. Und was bedeuten jetzt für dich diese 45 Minuten Spielpraxis auf die nächsten Wochen bezogen? Es ist natürlich ein großer Moment. Für mich war es wichtig, dass ich nach 6 Wochen Verletzung jetzt wieder zurückgekommen bin und 45 Minuten ohne Probleme spielen konnte. Und dann auch noch in so einem Derby, das gibt mir die Stärke für die nächsten Wochen vor der Winterpause.